Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen tollen Spiel? Fragezeichen? Oder auch nicht? Oder Ausrufezeichen? Punkt? Komma? Doppelpunkt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir spielen den Feuerwehrsimulator 2014. Das ist wohl ein sehr ausgereiftes, interessantes Spiel. Es ist ein Simulator. Ja, also hier die Simulation. Also ich meine, wir wollten noch nie Feuerwehrmann sein. Und ich habe ein wenig Angst davor, aber ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Spiel und gucken, was uns erwartet. Simulatoren sind ja sowieso immer eine gute Entscheidung, wenn man sich nicht aufregen möchte. Ich sag nur Search and Simulator. Ein wunderbares Spiel, das war einfach so schön. Vielleicht ist das ja genauso gut, in Klammern. Ich hoffe, es ist genauso gut. Und erstmal eine Anfangssequenz. Dö. Epische Musik im Hintergrund. Rondo Media präsentiert Wälder. Endlose Weiten. Eine Produktion von Fizz Games. Der See fließt den Berg hinunter. Management André Burger, Ihr Vertrauenshändler für Burger. Brand. Oh Mann, Alexandra Schumacher und Andrea Burger. War das Andrea? Ich hoffe es mal. Wow. Marc Schubert. Das ist ein Name? Auf alle Fälle sind es Deutsche. So würde ich jetzt mal behaupten. André Burger und Daniel Peters. Ist Peters nicht ein Vorname? Für ihn halt scheinbar nicht. So geht's dann auch los, oder? Markus Siebold. Ach so, um das Hochstrahlrohr einzusetzen zu können, muss es zunächst am Fahrzeug angepasst werden? Keine Ahnung. Willkommen zu Feuerwehr 2014, die Simulation. Solltest du das Spiel zum ersten Mal spielen, empfehlen wir dir zunächst das Tutorial absolvieren. Damit du dich schneller auf die Feuerwache zurechtfindest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Spielen. Guten Morgen zusammen. Da ich selber viel zu tun habe, nur Moin. Schnell das Wichtigste in Kürze. Dir teile ich heute das HLF Florian 6 zu. Jo. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Jo. Bis auf Weiteres bist du heute auch für den Innendienst zuständig. Das bedeutet für dich, dass du dich nicht zu weit von der Wache entfernen darfst. Okay, kein Problem. Das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Also ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen hier bei Feuerwehrmann Sam, die Ausgabe, und wir müssen jetzt erstmal unser Fahrzeug finden, denn hier 1 und 2 ist es nicht. Der Chef hat ja gerade gesagt, wir haben Fahrzeug 6. Morgen. Jetzt ja guten Tag, ne? Kumpel, alles Fritz. Also jetzt müssen wir erstmal hier rausfinden, welches unser Fahrzeug ist, ne? Hier mal die ganz große 6. Ah ne, warte mal. Das ist falsch rum, das ist die Nummer 9. Also, wo, jetzt müssen wir... Scheiße, hier gibt's gar keine 9. Die Fahrzeuge sind hier falsch rum. Da kannst du ja nicht von ausgehen, dass die Nummer 6 die Nummer 9 ist. Da musst du nochmal genauer suchen. Ah nee, doch, ist die 6. Entschuldigung. Konntest du es ja nicht wissen. Also, wir müssen jetzt gucken, ob das einsatzfähig ist, das Fahrzeug. Also, das ist eigentlich gar nicht so einfach. Da kannst du so eins zeigen und jetzt hast du hier so ein paar tolle Sachen. Also ich würde sagen, es ist eindeutig betriebsfähig. Wir können damit hier in der Wache rumfahren. Das ist gar kein Problem. Also das hat der Chef auch nichts dagegen oder so. Er findet das voll cool eigentlich. Also wenn man dann... persönlichen Glückwünsche zur Beförderung, das hast du dir auf jeden Fall verdient. Was für eine Beförderung. Ich bin auch so der wichtigste Typ in der Kaserne. Nee, Kaserne ist es ja gar nicht. Das ist ja die Feuerwehrwache. Okay. Oh, Entschuldigung. Das ist Foto. Na egal. Feuerwehrmann Sam ist hier das halt alles halt bereits. Also, ich habe das ja so ein bisschen getestet hier. Ja, ich habe das so in das Tutorial gespielt und ich weiß ja, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt irgendwas hier machen. So ein Feuerwehrmann, ne? Das ist halt so nur mal das Trinken. Der Feuerwehrmann trinkt ja grundsätzlich Bier. Ausschließlich. Die ernähren sich davon. Und da haben wir auch gleich den ersten Bierautomaten. Oh, das hört sich nicht gut an. Oh nein, oh nein, oh, das brennt was, da müssen wir uns beeilen.
Da, 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 da. Ein Fall für Feuermann Sam. Oh, jetzt sind wir jetzt erstmal ins Fahrzeug. So, ich würde sagen, eins zeigen. Jetzt habe ich aber vergessen, wie geht denn das hier? VW, so. Oh, das ist aber ganz laut, Mensch. Das ist ja unglaublich, so. Wo müssen wir denn hin? Ah, so. Feuermann Sam hat alles im Griff. Keine Sorge. Okay, nein, ich mach. Tut mir leid, ich wollte jetzt eigentlich die ganze Folge durchziehen. Können wir nicht einfach abkürzen hier? Ja, natürlich, ein unwahrscheinlich stabiles Schild. Nee, was ich ja vorhin schon angedeutet habe. Ich habe das Tutorial schon gespielt, tatsächlich. Ich weiß, wir müssen jetzt halt irgendwie immer so zu diesen Einsätzen fahren, da irgendwas regeln. Im Zeitpunkt müssen wir irgendwie nach da hinten, ja. Können wir eine Runde fissen gehen hier? Willst du noch... Partner, willst du noch mal kurz eine Runde fissen? Hier, ich mache hier gerade den Flachwitz-Contest 2000, was haben wir denn? 16? Ey, nee, das ist natürlich was ganz Wichtiges hier. Wir sind natürlich Feuerwehrmann mit Herz und Blut und fahren gerne in Ladebildschirme. Hochstrahlrohr, jetzt ist mal's. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Der Spielstand wurde gespeichert. Ja, danke. Jetzt müssen wir auch gleich mal diesen Brand suchen irgendwie. Also irgendwie ist das Spiel so ein bisschen... Naja. Dafür, dass es von 2014 ist, sieht es natürlich auch echt Bombe aus, ja. Ich habe noch nie so Bombengrafiken gesehen. Da hat sich einer echt Mühe gegeben und sich da reingehangen. Das Spiel kostet übrigens, ich glaube, 20 Euro oder so. Aber ein bisschen Sirene hier anmachen. Oh, da sehe ich es auch schon. Oh. Wie ist das denn gerade weggeflogen, ey? Na egal, oh, da brennt es auch schon. Und hier, moin Jungs, alles frisch. Ich stelle mich mal mitten in den Weg hier, damit er euch ein bisschen... euch ein bisschen ärgern kann. Feuerlöscher oder so? Was ist das denn? Flashlight? Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Okay, wir haben auch einen Wassertank im Wagen, wa? Das ist ja unglaublich. Da können wir mal nach Afrika fahren, ein bisschen vorbeibringen. Hier ist eine Düse. Die Düse? Düse Rüse, ohne Schnüse, auf die Kabüse. Und... okay, man kann sich scheinbar aus dem Spiel klicken. Erstmal hier, ja... Oh. Ah, endlich. Das hat aber gedrückt, ey. Alles löschen. Ich bin ja hier Feuerwehrmann von Beruf. Komm, wir machen eine Wasserschlacht. Können meinen Kollegen abspritzen, weil die wegen da. Haben wir nicht unendlich Wasser? Ach nee, wir haben gar nicht unendlich Wasser, sehe ich gerade. Das geht ja auch leer. Fuck. Florian 6 an Leitstand. Einsatz wurde geil. Erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Haben wir es jetzt erledigt? Hier können wir auch so ein paar Autos waschen. Das macht er einmal 2,50 Euro. Würde ich jetzt mal behaupten, ne? Der Schlauch ist ja auch famos, Mensch. Wow, das ist jetzt eine neue Technik bei der Feuerwehr. Unsichtbare Schläuche. Da können nicht so schnell Leute drüber stolpern, weil sie nicht sehen, weißt du? Das hat alles taktische Hintergründe. Man muss natürlich aufpassen. So, die Zeit läuft immer noch. Müssen wir jetzt erst zurück, oder... Können wir eigentlich mal wieder ausmachen, oder? Auf zur Feuerwehrwache, oder nicht? Oder habe ich was vergessen? Weil die Zeit ja noch läuft. Halt die Schnauze, ich bin Feuerwehr, ich darf das. Was macht der hier noch? Attention, Attention, Mann, du bist voll... Ich wollte gerade sagen, der steht ein bisschen komisch lange da. Müssen wir noch irgendwas machen? Weil ich weiß, es gab dann auch noch irgendwie so einen Melder oder so, aber den müssen wir, weiß nicht, ob wir den irgendwie ausmachen müssen oder so. Wir können auch übrigens auch springen. Ja, die Feuerwehrmänner sind tatsächlich in der Lage zu springen von der Klippe, um endlich alles zu beenden. Aber sonst keine Ahnung, ob wir noch irgendwas machen müssen. Dann stehen auch alle da drüben, ne? Die fummeln überall irgendwie rum. Ich will auch irgendwo rumfummeln. Hey, Lust zu fummeln? Entschuldigung. Ich meine, manchmal überkommt es mich einfach. Da grabbel ich schon mal meine Kollegen an. Ah ja, so ist das halt. Nö, hier ist nichts, was man irgendwie... Ja, wir müssen ja noch irgendwas machen hier. Die Zeit läuft doch noch. Hier muss es doch irgendwie so einen Melder geben, dass das Ding hier... Dass es hier Alarm ist. Ich kann mir das gerade nicht anders vorstellen. Oder müssen wir noch irgendwo rein oder so? Hallo. Ich brauche Hilfe. Spiel, hilf mir. F1. Fuck. Oh, wir können das sogar auswählen.
wusste ich gar nicht. Hier war ja gar nichts in der Art, ne? Hier vielleicht irgendwie... Ich hätte mir das mal durchlesen sollen, was da vorhin stand. Ich habe es einfach weggeklickt, weil ich dachte, das wäre irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Weißt du das eigentlich? Wir können hier auch eigentlich nirgendwo... Ich weiß auch nicht, ob das hier alles ein komplexes war. Ein komplexer Komplex. Oh, der ist echt ganz schön komplex, weil sonst würde ich ihn ja so schnell finden. Aber ist auch geil. Direkt neben den Benzintanken hier brennt ein Mülleimer. Naja, DLL Cargo. Naja, K.O. bin ich auch gleich, wenn ich weitersuchen muss. Also scheinbar müssen wir dann wohl doch keinen Feuermelder finden. Aber warum zur Hölle läuft dann das Ding noch? Das ergibt ja auch keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, ne? So ist das, wenn man unvorbereitet in ein Spiel kommt. Und meint, oh, ich habe das Tutorial gemacht, jetzt bin ich Profi. Und dann alle wichtigen Dinger wegklickt. Begib dich auf den kürzesten Weg zurück zur... Ach, fuck. Reicht dafür 30 Sekunden? 27? 26? Oh, fuck, hätte ich mal eher F1 gedrückt, ne? Okay, ich glaube, das wird jetzt echt knapp, oder? Aber die sind ja auch noch nicht da. Das ist voll unfair. Pass auf. Kann das Ding auch ein bisschen schneller fahren hier? Ich meine, ich wäre jetzt ganz dankbar, wenn sich das... Och nein, bitte nicht im eigenen Spiel. Och nein, das ist ja traurig. Die Schicht ist damit vollzeitig beendet? Willst du mich ver... Ich bin Feuer... Weißt du eigentlich, wer ich bin? Hä? Was denn jetzt? Ach, jetzt muss ich das normal machen. Na gut, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Das war jetzt nicht so viel, ne? Einmal schnell meinen Schlauch auspacken und dann ist das Ding auch gegessen. Ah, komm, hier einmal. Hier, ich bin ja der alte Profi. Ah, geht das eigentlich ganz fix hier? Einmal rum. Da sehe ich schon, brenn du. Ja, das ist ja wohl easy hier für den alten Feuerwehrmann. Bisschen driften. Hey, Jungs, ich bin da. Keine Angst hier. Ich bin doch Pro. Sieh mal an. Kein Feuerwehrwagen kommt so an wie ich. Ja, das ist so cool, Alter. Ja, ich bin so cool, dass ich mittlerweile sogar Getränke kühlen kann. Huch. Naja, ganz, ganz easy hier. Wabranda. Und dann eine Runde spritzen, wa? Oh, yeah. Geiler geht's gar nicht. Mit meinen Kollegen haben wir eine kleine Wasserschlacht hier, um den Spaß daran voranzutreiben. Nicht, dass die Gewerkschaft wieder jammert. So. Dann hier, Florian hat das ganz gut gemacht. Florian ist auch so ein typischer Feuerwehrmann-Name, oder? Kann das sein? Wieso heißt denn nicht Florian? Gibt's da irgendwie einen Grund für? Ich bin immer noch stolz auf mich, wie ich hier reingefahren bin, ne? Tja, Feuerwehrmann Sam ist halt einfach geil. So, der Einsatz ist beendet. Die bleiben scheinbar hier. Falls es nochmal anfängt zu brennen oder so. Kann ja sein. Oder trinkt noch ein Bierchen. Feuerwehr trinkt ja nur Bier. Weißt du, was ich mal lustig finde? So bei Volksfesten oder so, wenn dann immer so die Feuerwehr am Rand stehen siehst, die da irgendwie komplett betrunken sitzen. Da frage ich mich dann immer so, ja, was macht ihr, wenn es jetzt brennt, Jungs? Mit Bier löschen wahrscheinlich. Ja, es brennt. Ja, was machst du, wenn es brennt? Löschen. Okay. Flachwitzmarathon, sag ich doch. Egal, wir sind gleich da. Das sind bloß noch einige Minütchen. So ein Teleport... Absicht, ich bin Feuerwehrmann, ich darf das. Nicht, dass man sich hier wundert. Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Frei auf Funk. Okay, müssen wir jetzt auch gleich Wasser tanken fahren, ne? Ich meine, wir haben jetzt nicht mehr Vollwasser. Die können ja sogar blinken, sehe ich gerade. Cool. Gestern beim Arbeiten an meiner privaten Homepage bekam ich eine geniale Fehlermeldung. Es hieß, Fehler an Knall-3-Bediener. Ich saß da erstmal wie Ochs vom Berg. Gemeint war Fehler am PvP-3-Server. Diese dämlichen 1:1-Übersetzungen. Ja, ich rede auch gerne mit meinen Kollegen. Okay, die Wendung war zwar absolut cool, aber wir müssen jetzt nochmal wenden. Okay, das ist echt nicht so einfach. Oh nein, no. Gleich haben wir's, gleich haben wir's. Mann, ich hoffe, da ist nichts Schlimmes passiert. Da ist die Feuerwehr, die aussieht wie Hogwarts. Oder Hogwarts? Hogwarts? Hogwarts war es doch. Da, ne, da. Können wir da durch?
Oh, jetzt sag nicht, dass ich noch... Oh, come on. Das ist doch echt Mobbing hier. So, mach auf die Kacke. Jetzt fährt mein Beifahrer. Okay, dann fährt er halt nicht, bitte. Stell das Ding jetzt hier auch falsch schon rein. Ist mir scheißegal, was du sagst. So. Ich habe die Tage mitbekommen, den die Polizei einfach nicht fassen konnte. Der war laut Presse wohl anti-Haftbeschichtet. Hi. Hi. Hallo. Alles senkrecht? Mahlzeit. Anti-Haftbeschichtet. Wie geht's? Tut mir leid, das ist die erste Folge und ich habe schon keine Lust mehr. Meine Fresse. Also wenn man solche Witze hört, dann weiß ich echt nicht. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Hoch geht's noch irgendwie in so ein Pausenraum oder so, war das, glaube. Oder auch nicht. Können ja noch ein höher gehen. Bam 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 bam. Hier gibt's irgendwie so verschiedene Sachen, wie irgendwie hier rumrennen kannst du. Oder? Kannst du nicht. Hier? Nein. Kann man wenigstens ein bisschen handeln. Ja, kann ich. Ach, geil. Oh. 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 Ah. Oh. Ah. Au. Oh. Au, 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 au. Ah, da die. Oh, noch eine. Ah. Huh. Hei, 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 hei. Und nochmal. Und. Oh. Ah. Oh. Nein, noch ein. Okay, Hälfte geschafft. Oh, also, das sag mal an, du, da muss ich gleich mal in eine Männerdusche hier. Gleich mal in eine Männerdusche. Eine Runde mit dem Handtuch hauen. Warum bist du in der Männerdusche? Zieh ab. Zieh ab, Girl. Komm, zieh den Boden ab. Okay, gibt's wirklich Duschen. Hey. Was ist denn das? Der ist so eine Frau, oder? Vor allem, was macht der da? Will der jetzt in die Dusche pissen? Du Schwein. Geh weg. Immer die hinterste Dusche nehmen. Ihhh. Ich dachte gerade, das wäre Blut auf dem Hahn. So, erstmal. Oh. Okay, nein, das reicht dann auch. Duschen. Duschen ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und schalala. Merkt ihr das? Wer zu oft duscht, wird krank. Krankenhausreif. Gott, es gibt sehr viele Türen. Hallo. Ja, hallo. Ich weiß gar nicht, wie ich da wieder zurückkomme, ne? Können wir auch eine Runde Fernsehen gucken? Das wäre cool. Oh, nö. Weißt du, das, was mir jetzt wirklich Spaß machen würde, darf ich nicht. Warum nicht, ne? Typisch, typisch für solche Menschen. Wir kommen von da. Ich gehe mal hier lang. Moin, moin. Halt, stopp. Das sind doch die... Nichts zu tun? Nee, ehrlich gesagt... Okay, geh lieber, bevor du auch noch ins Jenseits abdriftest. Was haben wir hier noch? Eine Schlafkajüte. Eine Kajüte. Wir können aber nicht pennen, schade. Schränkchen umziehen können wir uns auch nicht. Ich schlafe mit jemand zusammen. Oh. Bettgeflüster kannst du da nur sagen. Guten Tag, Dave. Ja, Dave ist einer meiner Besten, ja. Habe ich damals im Einsatz kennengelernt und da haben wir uns dann gleich zusammengeschmiedet. Geschmiedet, so von wegen so, ne? Eine Küche haben wir auch, ist ja cool. Aber futtern können wir nicht, ja? So ein Brötchen oder so. Einen Kaffee können wir trinken. Okay, das sah ein bisschen komisch aus. Okay, wir können jetzt leider keinen mehr trinken. Der muss erst gekocht werden im Wasserkocher scheinbar. Naja, ich sag dazu nichts. Ihh, da hat doch jemand die Suppe geguckt. Er hat in die Suppe geguckt. Nur reingeguckt. Die Texturen, die sind auch fabelhaft, ne? Können wir jetzt noch einen Kaffee trinken? Nein, natürlich nicht. Typisch. Immer nur einen Kaffee, sonst wird es zu teuer für die Feuerwehrwache hier. Können auch aus die Fenster gucken hier. Wow. Die Zeit zwischen einem Einsatz ist scheinbar extrem spannend. Man kann ja so durch die Gänge laufen. Und Dinge angucken. Da geht's noch hoch? Wo geht's denn dahin? Oh. Interessant. Nein. Alle Einsatzkräfte von der Grillhütte Wald kam eine Meldung rein. Nein. Bei einer Grillfeier scheint die Grillhütte Feuer gefangen. Feuer. Eine Frage habe ich nur, wie zur Hölle kann eine Grillhütte angezündet werden? Noch einer? Noch eine. Sorry, ich sehe gerade gar nicht mehr durch hier, ne? Ja, ich weiß.
Kann ich einfach mit einem anderen Fahrzeug fahren? Beschwer dich nicht und sei lieber selber besser. Eine Grillhütte. Bäum. Mann, gehst du mal aus dem Weg hier? Zieh ab, kann ich irgendwie hupen? Boah, ist der schnell. Warum ist der so schnell? Warum ist das so eine spannende Musik? Ich fahr doch ein Auto. Das ist ja wie Need for Speed. Need for Speed, die neue Drogenserie. Fuck, ich glaube, das gerade auf Getriebe ich weiß ja nicht, ob das so gut ist, aber der Krankenwagen lässt mich gerade nicht drauf. Oder doch? Nein! Okay, es geht einfach weiter. Warte mal. Och nein. Ich müsste alles nochmal machen. Oh nö. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar Mal. Das dauert also noch ein bisschen bis zur nächsten Dings. Naja, okay, dann sage ich erstmal Ciao für diese Folge. Ich fahre jetzt zurück in die Feuerwehrwache und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Feuerwehrsimulator 2000. Was macht der denn hier immer? Feuerwehrsimulator 2014. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich könnte mir jetzt vieles vorstellen, was ich hier machen würde, als Florian 6 an Leitstand, Fahrzeug frei aufwachen. Ja, das kannst du laut sagen. So, jetzt aber wirklich. Ciao.